Aber wir 626.000 Gold! Alter! Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans und ich hab's endlich mal gemacht, den Troll-Account auf mein iPad zu übertragen. Und die Frage ist natürlich jetzt, was machen wir mit diesem Troll-Account? Ich habe extra schon mal Truppen ausgebildet, ich habe ein paar Bartsch-Truppen ausgebildet. Der Grund, warum ich jetzt aber hier heute mit diesem Account aufnehme, ist eigentlich der, dass ich das super Angebot annehmen möchte. 15 Millionen Gold, 150.000 Dunkles, 2500 Juwelen, das ist schon mal echt cool. Kann man einmal mal machen, ne? Kann man einmal auf jeden Fall mal annehmen. Und dann können wir uns eigentlich sogar schon die Bogenschützenkönigin leisten, was natürlich auch schon mal nicht schlecht ist. Das machen wir jetzt mal, hoffentlich funktioniert es, hoffentlich kann ich es überhaupt kaufen, also ich werde es mal eben kaufen. Bis gleich. Danke, dein Kauf war erfolgreich. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Oh, geil. 2500 Juwelen, Paket, Rathaus Level 10 erhalten. 15 Millionen Gold, 537.000 Elixier. Okay, warum sage ich das? Warum habe ich jetzt das Elixier erwähnt? Da hat sich ja gar nichts getan. Das ist schon mal echt cool. Das sieht doch schon mal sehr geil aus. Und deswegen würde ich sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, was mache ich jetzt? Ich habe da mir noch gar nicht so genau Gedanken drüber gemacht. Armee. Die dunkle Kaserne. Wir holen uns erstmal die Königin. Wir holen uns jetzt erstmal die Bogenschützenkönigin. Geil, ich hab die Bogenschützenkönigin. Endlich. Wir haben noch 110.000 übrig. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall schon mal die Bogenschützenkönigin gleich verbessern. Das würde ich jetzt sagen, machen wir gleich auch mal. Kostet uns 22,5. Der König ist... Wo ist der König? König, wo bist du? Ah, hier. Kostet... 12.500. Ich würde sagen, wir teilen das jetzt mal ein bisschen auf. Wir werden die beiden verbessern. Wir verbessern aber natürlich auch was im Labor. Ich habe 15 Millionen Gold. Ich muss da irgendwas mitmachen. Wie lange dauert das denn? Ich habe noch 13 Stunden. Das würde dauern 12 Stunden. Okay, das ist schon mal gut. Allerdings, mein Schild läuft dann sowieso ab. Wie lange dauert das? Auch 12 Stunden. Mal eben überlegen, wie wir das jetzt am geschicktesten angehen, weil da wirklich die Lager jetzt rappelpappel voll sind. Shop. Was kann ich mir denn kaufen? Magierturm könnte ich mir kaufen, das ist eher... Oh, den Bogenturm können wir uns kaufen! Wir können uns den Bogenturm zweimal... Bogenturm. Dauert 4 Tage. Okay. Machen wir trotzdem jetzt mal eben... Werde ich definitiv überspringen, oder vielleicht überspringen wir auch beide direkt. Ist, glaube ich, sicherer. Wenn wir das jetzt so machen. Boah, und wir haben immer noch 11 Millionen... Bedeutet, wir könnten das Mauerstück aufzubessern, ist auch schwachsinnig. Boah, wir müssen auf jeden Fall was forschen. Ich habe doch irgendwo, das Labor hatte ich doch irgendwo hier rumstehen. Das ist blöd, dass man das manchmal nicht so findet, wenn man es eigentlich sucht und dann denkt man so, wo ist das Labor? Wir können was forschen. Ich würde sagen, die Hawks sind ja wieder ein bisschen stärker im Kommen, aber 30.000 grad mal. Boah, da kommen wir ja gar nicht weit mit. 20.000, 30.000, na egal. Bringt ja alles nix. Wir forschen die Hawks. Haben jetzt noch 80.000 übrig. Alter. Das kann ich auch noch nicht upgraden. Das ist echt eine ganz schön schwierige Entscheidung, das Ganze. Vor allem, ich habe ja noch 11 Millionen übrig. Bedeutet, ich müsste eigentlich tatsächlich noch irgendwas... wir machen das jetzt gleich mal ganz einfach. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Wir werden jetzt erstmal angreifen. Wir suchen uns erstmal Gegner raus. Ich habe Bombentürme. Ich habe Gold. Ich habe dunkle Elixier. Das ist doch schon mal cool. Ich habe den Troll-Account auf meinem normalen iPad. Das ist schon mal das Coolste überhaupt eigentlich. Dass ich nicht mehr auf dem alten iPad 2 meiner Mutter damit spielen muss mit dem Account. Sehr gut. Also, Rathaus 11 kann kommen. Rathaus 11 kann bei diesem Account auf jeden Fall kommen. Ich suche mal eben einen Gegner raus. Hoffentlich finden wir ein bisschen Loot noch mit dem Account. Wäre eigentlich ganz cool. Und dann bis gleich. Mir ist gerade eingefallen, ist ja blöd, wenn ich jetzt Loot suche und die beiden Lager voll sind, ne? Das ist ja sehr blöd. Deswegen müssen wir uns da was anderes überlegen. Aber das Problem ist, ich habe so viel, was ich jetzt upgraden könnte. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich würde sagen, wir graden den für 6,5 Millionen. Wollen wir ihn upgraden? Oder was ist denn noch die Alternative? Den könnte ich noch upgraden. Würde mich 5 Tage kosten. Wir müssen irgendwas finden, was nicht so ganz so lange dauert. Dann könnte ich vielleicht sogar noch überspringen. 6 Tage ist auch sehr lang. Können wir noch eine Kaserne hochmachen? Die kosten ja alle Elixier, ne? Das ist blöd.
Die Kasernen kosten alle Elixier. Das ist natürlich nicht so gut. Die Kaserne ist noch voll low. Kostet gerade mal 80.000 zum Verbessern. Ich würde sagen, wir nehmen... Wie lange dauert der? 8 Tage? Na gut, dann nehmen wir tatsächlich den... Wie lange dauert der? 10 Tage. Na gut, wir nehmen den Inferno. Auf Level 3 dauert 5 Tage. Muss ich machen. Wir brauchen auf jeden Fall mal... Ja, wobei, das kostet auch nur 1,5. Ich bin so blöd. Das hat uns jetzt effektiv, hat uns das gar nichts gebracht. Es hat uns überhaupt nichts gebracht. Deswegen müssen wir tatsächlich ihn jetzt hier nehmen. So, damit ist das jetzt schon mal weg. Jetzt brauchen wir noch etwas, womit wir ein bisschen unseres dunklen Elixierlagers leeren können. Dann nehmen wir jetzt die Königin, die kostet 22,5. Der kostet nur 12.500. Das läuft auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir endlich alles belegt, haben endlich alles frei. Und jetzt kann ich gleich auch meinen Plan machen, den ich eigentlich vorhatte. Das war nämlich, ich habe wieder ein paar Gedankenschritte übersprungen, was eigentlich relativ blöd war. Aber wir haben 626.000 Gold. Alter. Ich greife meinen Freund an. Aber wobei, er wird definitiv irgendwas Gutes in der Klamburg haben, deswegen müssen wir mal eben schauen. Ah, ein Lavahund. Oh, oh. Ein Lavahund in der Klamburg, das gefällt mir gar nicht. Wobei, Lavahund in der Klamburg ist gar nicht mal schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen nur den Ballon zu vergiften und den Rest kriegen wir dann schon irgendwie hin. Das ist okay. Wir müssen den Ballon irgendwie kaputt kriegen. Wenn wir den Ballon kaputt haben, dann ist das alles kein Problem mehr. Der Lavahund muss überleben. Der Lavahund darf nicht kaputt gehen. Der Ballon muss kaputt. Geht doch nicht auf den Lavahund. Geht doch auf den Ballon. Ja, so langsam geht der Ballon mal kaputt. So langsam. Ah, so gerade eben. Okay, das ist gut. Der Lavahund muss überleben. Der Rest ist jetzt egal. Jetzt muss ich... Ach, ich habe mich schon wieder verdrückt. Was habe ich denn überhaupt in der Clanburg? Ich glaube, Magier. Wie geht denn? Er hat aber nichts an Verteidigung. Ich muss mich jetzt echt mal ein bisschen beeilen, dass wir jetzt hier mal ein bisschen in die Pötte kommen. So, König gegen König. Ein paar Magier noch hinterher. Und dann müsste das doch eigentlich gleich mal laufen. Der gegnerische König ist jetzt gleich hoffentlich kaputt. Die gegnerische Königin ist noch am Start. Der Lavahund lebt noch, der ist mir jetzt aber egal. Ansonsten gehen wir von der anderen Seite schon mal vor. Alter, 626.000 Gold. Das will ich natürlich sehr gerne mitnehmen. Na gut, das war es jetzt schon fast. Ich hätte gar nicht so viele Truppen gebraucht. Ist aber egal. 626.000 Gold waren das, glaube ich. Huiuiui. Nicht schlecht. Viel zu viele Truppen gesetzt, das ist egal. Na egal, wir kriegen 100%. Oh, der Fredonaut-Account ist wieder da und wie 58.000 Dunkles. Und jetzt kann ich euch dann gleich mal erklären, wie wir das am geschicktesten anstellen. Mein super Plan. Oh, da gehen sie. Ah, so viele Truppen verschwendet. Guckt euch das mal an. Wie sie da alle laufen, die Barbaren mit ihren kleinen Hütchen. Ah. 626.000 gegen eine Trollbase. Das ist doch mal geil. Wir fordern mal eben noch was. Ach, Mann, was ist denn hier? So, da hier. Kleinburg. Geil. Ich habe 6000 Gold und 6000 Elixier in der Klamburg. Wow. Boah, geil. Ich bin in Bronze. Wir können auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Ich habe ja die ganzen Truppen schon wieder alle ausgebildet. Das ist ja der Vorteil beim Update. Aber wir brauchen noch neue. Wir brauchen noch neue Turipskis. Am besten 400. Damit wir direkt schon mal eine neue Armee hinterher haben. So. Immer noch ein paar Riesen mitnehmen. Und jetzt kurzer Cut. Hoffentlich. Bis wir noch mal weiter so einen guten Loot haben. Ich hoffe mal, wir finden noch mal so einen Loot. Das wäre natürlich geil. Er sucht jetzt hier ein bisschen länger, merkt ihr schon, ne? Weil ich jetzt Rathaus 10 bin und dafür relativ low bin mit Bronze 1. Aber oh, noch mal so einen guten Loot. Noch mal so einen guten. Geil. Mit 452.000. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Das einzige Problem... Problem. Hier ist überhaupt kein Problem. Hier sind nur Lösungen. So, meine kleinen Feinen. Ihr geht nämlich da jetzt schon mal schön durch, kümmert euch schon mal um die Kanone, hoffentlich gleich um den... Oh, hier ist doch gut. Kann ich denn beide schon mal ein bisschen blitzen damit? Oh, das läuft doch. Die sind zwar tot da vorne. Ah, der hier könnte mir ein paar Probleme bereiten. Ah, oh, wobei, der ist so schwach. 1, 2, 3, 5, 6. Komm. Mach eben den... Na, denn der Magierturm hat noch einmal geschossen. Hier unten. Hat er was in der Klamburg? Es hätte mich auch gewundert.
Es hätte mich auch gewundert, jetzt müssen wir da mal eben schauen, dass wir hier schon mal was wegmachen können. Ich habe nicht genug... Ich habe nicht ansatzweise leider nicht genug Truppen da, um jetzt hier was ausrichten zu können, denke ich mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt müssen sie sich da leider durch die Mauern durchkämpfen. Das kostet mich ein bisschen viel Zeit. Die ganzen kleinen Barbaren. Ah, jetzt haben sie sich zumindest schon mal aufgeteilt. Jetzt werden sie die Mauer noch kaputt machen. Na, wo laufen sie denn jetzt? Warum laufen sie daher? Warum? Warum? Wir kriegen nicht ansatzweise alles, was ich mir jetzt erhoffe. Ist allerdings auch egal. Macht. Was dauert das denn alles so lange hier? Kriegen wir zumindest das Rathaus noch? Ja, das Gold. Ein bisschen Gold kriegen wir doch sogar. Ist doch okay. 33%. Ja gut, es fehlen die Tanks. Es fehlen eindeutig die Tanks. 340.000. Da ist noch eine Goldmine. Da sind überall noch Goldminen. 41%. Das Rathaus dürfte gleich auch auf jeden Fall noch fallen. Ja, das Rathaus fällt noch. Aber nicht mehr, oder? Was ist noch da? Es ist echt... wow, Gold. Da ist noch eine Goldmine auf der rechten Seite. Die kriegen wir leider nicht mehr. Es waren zu wenig Tanks. Aber immerhin, wir haben noch ein bisschen was bekommen. Wir haben 4,7 Millionen Gold. Das ist krass. Das ist richtig gut. Endlich habe ich mal Loot mit dem Account hier. Na gut, wir haben auch was gekauft. Aber echt cool. Ich freue mich richtig, dass wir mal wieder mit diesem Account spielen können. 50.000 Bonus bekommen. Ey, wir haben endlich mal eine Bogenschützenkönigin. Wir haben endlich mal eine Bogenschützenkönigin. Das ist echt schon mal cool. Wir brauchen noch mal eben die Zauber hinterher. Ich denke mal, wir nehmen diesmal aber nur mal Blitze mit. Das ist halt mein stärkster Zauber aktuell. Das Schweinchen ist in Ausbildung. Und jetzt kann ich endlich das machen, was ich eigentlich vorhatte. Mir nämlich ein schönes Wochenschild kaufen. Wir haben jetzt absolut keine Probleme mehr. Ich kann aktuell mal oder ab und zu immer mal wieder hier reinschauen, kann mal wieder was mitnehmen, kann euch auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem Account aussieht. Vielleicht kriegen wir aber bald nochmal ein Angebot und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mal mehr vom Troll-Account sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Das Projekt ist ja mal so ein bisschen eingeschlafen gewesen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Einen schönen Samstag noch. Tschüss.